So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich befinde mich nämlich immer noch in Quarantäne bzw. in YouTube-Sperre, 2 Wochen lang, wer das nicht mitbekommen hat. Eine Woche ist schon um, heute ist Dienstag, wo ich das aufnehme in der 2. Woche. Ich war gerade am Raid mit dem K-Joker, haben dann Palkia-Raid gemacht, habe gesagt, ich hole mal kurz noch ein paar Semmel aus dem Netto. Und wie ich so durch den Netto streife, sehe ich das hier. Woo! Booster! Ihr wisst ja eigentlich, dass Booster meine Lieblingsmarke ist an Energy Drinks. Denn Booster, weiß ich nicht, ist günstig, sieht cool aus, schmeckt mir, gibt so viele verschiedene Sorten und als ehemaliger Netto-Mitarbeiter habe ich ja jedes Mal die Booster-Paletten da aufgestapelt. Wenn die im Angebot waren, habe ich gleich gesagt, eine im Laden, eine in meinen Kofferraum, eine im Laden, eine in meinen Kofferraum. Da gab es damals auch immer diese Booster-Cola, aber nicht die mit dem Affen drauf, the real Booster-Cola, sondern Booster mit Cola. Da habe ich mir damals immer einen ganzen Pack mitgenommen zum Feierabend. Das fand ich richtig korrekt den anderen Leuten gegenüber, die dann nichts mehr kaufen konnten. Auf jeden Fall, ja, es war alles abgesprochen, haben gesagt, das ist in Ordnung. Habe ich jetzt gesehen, hier plötzlich Booster Strawberry Cream. Sieht auf jeden Fall wieder sehr auffällig aus. Erinnert ein bisschen so an Campino, diese Sahnebonbons. Wir haben jetzt 3 Stück hier von da. Ich drehe das mal kurz rum. Mit lauter Müll noch im Hintergrund. Da seht ihr nämlich Zinni-Minis. Die haben ja eigentlich gar nichts zu suchen. Die sind von Pupsi. Ansonsten habt ihr hier schön Booster und das 5-0er Dosenbier. Das gibt es ja immer zum Abschied bei einem Test. Obwohl, jetzt in der Sperre muss ich, glaube ich, drauf verzichten. Wir wollen jetzt mal so einen Booster Berry Kiss Strawberry Cream. Also Erdbeersahne, kann man das übersetzen, öffnen. Wollen wir einen kleinen Nipper nehmen und gucken, wie das schmeckt. Süß, fruchtig, nach Erdbeer natürlich, bisschen nach Sahne. Eigentlich schmeckt es original wirklich wie ein Campino zum Trinken. Energy Drink trifft Strawberry Cream Taste mit Booster Strawberry Cream. Richtig durchstarten, Booster sonst nichts. Erdbeersahne-Geschmack, Zusatz von 4 Vitaminen, erhöhter Koffeingehalt. In letzter Zeit boomt es ja, diese ganzen Soda-Cream-Getränke, die da rüber geschwappt sind von Amerika bis zu uns hierher. Ladifar, da nimmt man natürlich gerne mal was mit und Booster ist auch auf den Zug mit aufgesprungen. Wir wollen jetzt mal den Rest hier reinfüllen, da seht ihr auch mal die Farbe. Das ist so leicht rosa, sieht auf jeden Fall sehr genial aus. Ich habe auch extra 3 Dosen mitgenommen, weil ich habe erst gedacht, ich nehme eine für mich zum Testen. Dann nehme ich eine 2. mit, damit ich dann den ganzen Kanister so trinken kann. Aber dann dachte ich, Pupsi will ja sicherlich auch mal probieren. Also habe ich noch eine 3. mitgenommen, damit Pupsi auch eine hat. Ich drehe das Glas jetzt auch mal hier um beim Einfüllen, dass ihr das seht, wie das aussieht. Jetzt machen wir nämlich ein bisschen hier auf Badland Chucks, wer den kennt. Ich bin nicht so krass wie er, ich kann nicht schnell trinken, ich kann nicht viel trinken. Aber ein so ein Humpen, komische Booster Berry Kiss Strawberry Cream Plörre wird schon gehen. Das ging auch genau auf. Dafür, dass wir am Ende keine 5-0er Dose mehr exen können, das tut mir voll leid, armes 5-0er Dosenbier, wird jetzt ewig hier rumstehen, darf nie wieder angelangt werden. Eine ist also noch übrig für Pupsi, 2 für mich, hier in diesem schön auf die dicken Bierkrug, jetzt aber mit Booster. Das werden wir uns jetzt reinziehen. Kennt ihr das Booster schon? Kennt ihr das Booster Strawberry Cream? Berry Kiss, ja, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, es hat 2 Namen. Vielleicht gibt es ja irgendwann Berry Kiss, nicht als Strawberry Cream, sondern auch als Blueberry Cream. Das wäre ja auch eine Variante, dass sie alle möglichen Beerensorten cremig da reinbringen. Aber alles ist natürlich dann Berry Kiss, weil es ja verschiedene Beeren sind.
nur verschiedene Creme, Bär, Sorten. Wenn ihr noch irgendeinen idealen Booster-Geschmack findet oder hattet oder kennt oder denkt oder wenn ihr Booster wärt, was würdet ihr als nächstes als Booster-Energy-Drink raushauen? Ich finde es okay, kann man mal trinken, könnte noch ein bisschen kühler sein, noch ein bisschen erfrischender. So für zwischendurch, wenn ihr Zucker braucht, gönnt euch die volle Portion, dann habt ihr das. Aber wir wissen ja alle, Energy-Drinks allgemein sind ja nicht so gesund, deswegen übertreibt's nicht. Immer bewusst genießen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ungesünder ist, wenn ich am Ende immer eine Dose 5-0er geäxt habe oder wenn ich mir zwei Dosen Booster da reinpresse. Aber ich glaube, bei Booster wird nicht so viel gestreikt, wie wenn ich Bier trinke, also gibt es leider kein Bier mehr. Peace out, Vorhaut, euer Booster-Man.